Hallo Leute und willkommen im Charlemagne Studio. Hier ist mal wieder euer Maggi und heute werden wir darüber reden, wie man sich einen Bart wachsen lässt. Und das an 7 Punkten. Viel Spaß beim Video. Punkt Nummer 1, wenn man sich einen Bart wachsen lässt. Man muss den Bart wachsen lassen, ganz klassisch. Was bedeutet das? Der Bart braucht halt eine gewisse Zeit, um einfach aus dem Gesicht sprießen zu können. Bedeutet, wenn ihr einen Vollbart als Beispiel tragen wollt, gebt dem Bart erstmal ungefähr 3 Monate, 90 Tage Zeit, um sich entwickeln zu können, sodass ihr erstmal seht, wie sind die Gegebenheiten des Ganzen. Was habe ich eigentlich im Gesicht, wenn es denn da mal gewachsen ist? Denn vorher ist es alles Spekulation. Und so könnt ihr beurteilen, ob dieser Bart, dieser Vollbart etwas für euch ist. Also Grundregel Nummer 1, wenn man einen Bart wachsen lässt, lasst ihn wachsen. Punkt Nummer 2 in Bezug zum Wachsenlassen eines Bartes. Kennt das Ziel, wenn ihr sagt, hey, pass auf, mir reicht der 3-Tage-Bart, dann ist euer Ziel natürlich weitaus schneller erreichbar als zum Beispiel bei einem Vollbart. Bedeutet, wenn ihr sagt, Vollbart ist mein Ding, müsst ihr das Ziel wissen, ihr müsst es kennen und vor allem fokussieren. Also legt euch ein Ziel und verfolgt dieses. Punkt Nummer 3, wie lasse ich mir einen Bart wachsen? Ja, ihr müsst natürlich, wenn ihr euch einen Bart wachsen lasst, immer ein Stück weit dafür sorgen, dass er auch gepflegt aussieht. Keiner möchte aussehen wie jemand, der vielleicht unter der Brücke haust. Bedeutet, ihr müsst zum Beispiel die Necklines, die Outlines etc. nachhalten. Die müssen also sauber sein. Auch wenn ihr erstmal ein paar Tage bzw. auch Monate, je nachdem was ihr für ein Ziel habt, da haben wir gerade eben drüber gesprochen, das Ganze wachsen lasst, geht durchaus mal zum Barber, lasst euch da einen gewissen Schnitt reinmachen. Vielleicht dauert es dann anstatt 30 Tage, 40 Tage, weil ihr halt immer ein bisschen was abtrimmt. Aber ihr seht halt wirklich dann 3 Monate lang besser aus als einfach nur... Punkt Nummer 4, wenn ihr euch einen Bart wachsen lasst. Haltet Diät, also was heißt Diät? Ernährt euch gesund, treibt eventuell Sport, das regt die Hormone an, die natürlich auch dazu beitragen, dass der Bart wächst. Das sind diese Grundgegebenheiten, die erfüllt sein sollten, wenn ihr euch mit dem Thema Bart wachsen lassen beschäftigt. Und vor allem trinkt viel Wasser, das entgiftet den Körper, das ist generell gesund für euch. Also... die Grundlagen stellen, ernährt euch gesund und treibt Sport. Nummer 5, das Haarwachstum ist ganz, ganz stark daran angelehnt, dass der Körper genug Vitamine bekommen muss. Dabei ist das Stichwort Biotin, schaut es einfach im Internet nach. Das unterstützt natürlich den Prozess, wenn sich Haare entwickeln sollen, wenn sie sprießen sollen. Und diese Vitamine müsst ihr euch zuführen. Durch Nahrung, gegebenenfalls durch Ergänzungsmittel, wenn ihr es denn dann braucht. Das ist eine Frage, die könnt ihr nur euch selbst beantworten und so seid ihr auch wirklich wieder einen Punkt weiter, wenn ihr sagt, okay, diese nötigen Vitamine, die habe ich, die bekomme ich und die bekommt mein Körper, um euch einen Bart wachsen zu lassen. Nummer 6, wenn ihr euch einen Bart wachsen lasst. Wie schon eben angesprochen, ihr braucht natürlich immer wieder mal ein kleines Trimming, ihr müsst die Sachen wieder in Form bringen, da die Haare ungleichmäßig wachsen. Und was ist dazu wichtig? Das richtige Werkzeug. Ihr kennt es vielleicht selbst aus dem Handwerk. Wer billig kauft, kauft zweimal. Das Werkzeug aus dem Discounter ist meistens nichts wert, weil es halt irgendwann direkt ersetzt werden muss, weil es einfach nicht die Leistung bringt, die es bringen sollte. Also legt lieber von Anfang an ein bisschen mehr Geld an, holt euch Werkzeug, was für den Bart gemacht ist und so könnt ihr das Ganze unterstützen. Also das Wachstum an sich nicht, sondern einfach dieses Beard Grooming, was ihr halt haben wollt. Ja, Punkt Nummer 7, wenn ihr euch einen Bart wachsen lasst, höchstwahrscheinlich der wichtigste Punkt von allen, bleibt da am Ball. Ihr müsst euch, wie gesagt, dieses Ziel setzen und wenn ihr dieses Ziel vor Augen habt, könnt ihr über diese Etappen, über diese Steps, die halt immer wieder auftauchen werden, wo ihr zurückgeworfen werdet, wo ihr sagt, hey, das ist vielleicht doch nicht mein Ding, ich rasiere mir das Ganze wieder ab, hinweggehen. Ihr habt also das Ziel vor Augen, fokussiert das und das braucht natürlich einen starken Willen, auch dieses Ziel zu erreichen, aber wir glauben da alle an euch, ihr macht das schon. Also, der wichtigste Punkt, am Ball bleiben. Ja, das Fazit zu dem Ganzen. Wenn ihr diese 7 Punkte beachtet, habt ihr natürlich erstmal den Grundstein gelegt, um euch einen Bart wachsen zu lassen. Egal welches Ziel ihr dabei fokussiert habt, diese Sachen sind wirklich maßgeblich, um das Ganze durch die äußeren oder persönlichen Einflüsse zu unterstützen, die ihr halt machen könnt. Der Rest ist Genetik und vielleicht auch Glück, aber dem Glück kann man natürlich auch ein Stück weit unter die Arme helfen. Wenn ihr Fragen zu dem ganzen Thema habt, schreibt es unten in die Kommentare. Wir werden darauf eingehen oder zumindest versuchen, darauf einzugehen und euch zu unterstützen. Lasst uns ein Like da und ein Abo, dann seid ihr auch demnächst immer auf dem Laufenden, wenn es hier bei Charlemagne weitergeht. Und ansonsten bleibt bärtig, bis bald.